Noch ein Fremder, du kommst in Zeiten des Hungers nach Tikawara. Mukumo lässt ein nasales Seufzen los. For what do you make of this hagfish, huh? Will Tamao confess if I tighten the ropes? Was hältst du von diesem schleimigen Aal, hm? Nur Tamao gestehen, wenn ich ihn ein wenig die Mangel nehme, er deutet auf den gefesselten Mann. Was hat er denn angestellt? Takeho caught this wretch stealing the last of the Koiki fruit. The tribe was to feast on it for a harvest ceremony. Pekeo hat diesen Nichtsnutz erwischt, wie er die letzte Koiki-Frucht gestohlen hat. Die Frucht, die als Festmahl bei der Erntezeremonie dienen hätte sollen. Eine einzelne Frucht als Festmahl? The Koiki will reveal itself when you can smell it from Nekataka, I say. Die Koiki-Frucht wird sich zeigen, wenn man sie von Nekataka aus riechen kann, sage ich. I stole no Koiki, but I wish I had. I would have hid it somewhere most unpleasant. Ich habe keine Koiki gestohlen, aber ich wünschte, ich hätte es getan. Ich hätte sie an einem sehr unangenehmen Ort versteckt. Er beleckt die Zähne zu einem trotzigen Grinsen. You hear this? The second chance we give, and Tamao throws it in our faces. Hörst du das? Wir geben ihm eine zweite Chance und Tamao spuckt uns ins Gesicht. Mukumo hält die Klinge über Tamaos Herz. Hat er das schon einmal gemacht? Was sagst du, Tamao? Was war diese Koiki-Zeremonie? Würde es helfen, wenn ich noch Koiki-Früchte zur Hand hätte? Hat er das schon einmal gemacht? Lied and stolen? Akira. Gelogen und gestohlen? Akira, also ja. When we have food, he takes more than he deserves. He steals baskets and pots. And even pilfered a spearhead from a warrior on the hunt. Wenn wir Essen haben, nimmt er mehr als ihm zusteht. Er stiehlt Körbe und Töpfe und hat sogar auf der Jagd die Speerspitze eines Kriegers geklaut. Was will er damit bitte? Erregt wischt Mukumo sich mit dem Handrücken über die Stirn. I say there is no person in Tikawara who he has not wronged in some way. Ich sage, es gibt niemanden in Tikawara, dem man nicht irgendein Unrecht zugefügt hätte. Vielleicht niemand im ganz Todesfeuer. Okay. Was sagst du, Tamao? I say I deserve what others have in plenty. Shade, a full belly, a moment to kneel on cool sands. Ich sage, dass ich verdiene, was andere in Hülle und Fülle haben. Schatten, einen vollen Bauch, einen Moment, um im kühlen Sand zu knien. Er starrt Mukumo an. Was? Er verdient einen Schatten? We stopped being a tribe when Ruanu dragged us into the path of the outsiders. Now we can only save ourselves. Wir haben aufgehört, ein Stamm zu sein, als uns Ruanu in den Pfad der Außenseiter gezerrt hat. Jetzt können wir uns nur noch selbst retten. You shame us, Tamao. To return in your next life as a coconut crab would be too kind. Du beschämst uns, Tamao. In deinem nächsten Leben als Kokosnusskrabbe zurückzukehren, wäre noch zu gut für dich. Mukumo stampft mit dem Fuß auf und wirbelt dabei Staub auf. Was war die Koiki-Zeremonie? We would have eaten the last of the Koiki as a tribe. This way we give our thanks to Kahopa, the Eel of Life. Wir hätten die letzte Koiki als Stamm gemeinsam gegessen und damit Kahopa dem Aal des Lebens zu danken. Er schlägt die Augen nieder. Now this cannot happen. Our harvest fails because this one puts his empty stomach higher than the gods. Das darf nicht passieren. Unsere Ernte fällt aus, weil dem da ein leerer Magen wichtiger ist als die Götter. Hat schon mal jemand daran gedacht, die Samen aufzubewahren? This is not done. Das tut man nicht. Mukumo sieht dich mit gerunzelter Stirn an. To consume the fruit, seeds and all. This is how we pray to Kahopa for bounty. Indem wir die ganze Frucht essen, mitsamt den Samen, bitten wir von Kahopa gute Ernte. Würde es helfen, wenn ich noch Koiki-Früchte zur Hand hätte? I say, missing food is not the problem. Tamao betrays the tribe, dishonors the reparo, denies all of us Kahopa's mercy. Das fehlende Essen ist nicht das Problem. Tamao verrät den Stamm, erdehrt die Koparo, verweigert uns die Gnade von Kahopa. Er zuckt zusammen, als würde er sich schämen, überhaupt darüber zu sprechen. And he will surely wash back into our nets as a mudfish in the next life if he does not tell us where the Koiki fruit is. Und er wird im nächsten Leben bestimmt als Schlammfisch in unseren Netzen landen, wenn er uns nicht sagt, wo die Koiki-Frucht ist. Er spricht wieder lauter, damit Tamao ihn auch sicher hören kann.
I might have an old primer on Raotian naval punishments lying around. You could give those a try. Ich habe vielleicht noch irgendwo ein altes Buch über Bestrafungen der raotaischen Marine herumliegen. Das könntest du ja mal versuchen. Ja, Takeo ist pro Raotai, deswegen verschränkt die Arme und wartet gespannt. Du sprichst wie ein Fremder, aber du hast das, Gesicht eines der Stämme. Er blickt Maya stirnrunzelnd an. Forget I said anything. Ah, vergiss es, was ich gesagt habe. Ihr habt also eure Entschuldigung, was soll jetzt geschehen? Das Wort von Pikeo ist genug, um Tamao den Wellen zu übergeben. Mokomo blickt zum Strand und berührt seine Stirn. Perfectly civilized. Go on. Was ist das? Antihuana. Ganz zivilisiert, weiter. Maya streichelt sich über das Kinn und nickt. Pikeo runzelt die Stirn und seufzt durch die Nase. This is our way. So ist unsere Sitte, er blitzelt Maya an. Better to drown as an innocent man, than starve with you fools. Besser als unschuldiger zu ertrinken, als mit euch Narren zu verhungern. Tamao will ausspucken, daher kann sich nicht bewegen um den Speichel, und der Speichel trifft ihm nur langsam das Kinn hinunter. Mokomo wendet den Blick aber und ignoriert ihn so gut er kann. Justice does not fill our stomachs or our hearts. It brings the gods no closer to ending this famine. Gerechtigkeit führt weder unseren Magen noch unsere Herzen. Sie bringt die Götter nicht dazu, diese Hungersnot zu beenden. Mokumos Hand wandert zu seinem Bauch. Er sieht hinaus auf den Horizont. Ich schulde den Göttern etwas. Eure Kuriki ist praktisch gefunden. Wenn Früchte fehlen, werden Fenrir und ich sie finden, nicht wahr? Flüstere ein gutes Wort in das Ohr deines Rangers und ich denke darüber nach. Viel Glück mit eurer Ernte. Nehmen wir mal die zwei. Er blinzelt dich und Fenrir an und langsam begreift er. Akira, you would do this? I say, our Ragger will dedicate the feast of the last Kawiki to your name. Akira, das würdest du tun. Ich sage, unser Ranga wird das Festmahl mit der letzten Kawiki deinem Namen widmen. Er klopft dir auf die Schulter und beachtet Tamao nicht weiter. Until the Kawiki is found, I will delight in prodding this stubborn eel for answers. Bis die Kawiki gefunden wurde, werde ich versuchen, Antworten aus diesem sturen Aal herauszuquetschen. Er streift über die Spitze seines Dolchs und grinst breit. You are free to question him and your customer, say. And Peheko, he tarries often by the beach. Du kannst ihn befragen, wie du es für richtig hältst, sage ich. Und Pekeo treibt sich oft am Strand herum. Mokumo nickt in Richtung des Ufers. Ich möchte mehr über das Dorf wissen. Dann musst du mit dem Ranga sprechen. Seine Hütte steht oben auf dem Hügel hinter dem Handelsposten. Nairi also knows much, but she is quiet ever since. Nairi weiß auch viel, aber sie ist still seit seine Augen weiten sich und er verstummt. Er räuspert sich. Nairi, she tends the shrine in the northwest part of town, near the statue of Ngati. Nairi, yes. Nairi, sie pflegt den Schrein im Nordwesten der Stadt in der Nähe der Ngati-Statue, ja? Er nickt schnell. Was tust du hier? Warrior, like most Mataru. Can you not tell? Ich bin ein Krieger wie die meisten Mataru. Kannst du das nicht sehen? Er stellt sich aufrecht hin und flippt die Klinge in seiner Hand. We have little reason to fight on Tikawara. Except when the fishermen drink too much of the dwarf man's liquor. Wir haben auf Tikawara kaum Grund zu kämpfen, außer wenn die Fischer zu viel Schnaps vom Zwerg trinken. But these are only small fights. Not like it was on the island we left before, when... The pirates, the slave. Aber das sind nur Scharmützel, nicht so wie auf den Inseln, wo wir zuvor waren, wo die Piraten, die Sklavenhändler, sein Gesichtsausdruck wird leer. Einige Sekunden lang starrt er mit großen Augen in die Leere, als er sich an erlebte Schreck zurückerinnert. Dann fängt er sich wieder. But what did I say? Ah, Tikawara does not give it abundance, but there are worse things, Akira. Aber was habe ich gesagt? Ah, Tikawara gibt nicht im Überfluss, aber es gibt Schlimmeres, Akira. Dann leb wohl. Und das kann ich wieder zuklappen mal. Bei Pegasov. So. Güter und Dienstleistungen. Ein kluger Vorschlag. Das ist Prinzipi. Da will ich nicht hin. Ja, mir wurde eine Belohnung versprochen. Vorwärtsspringen. Geringe Chancen. Das ist beides Pokokuhara. Mal sehen. Gepflückte Früchte, genau. Die letzten Kohiki-Fruchtvorräte des Stammes sind verschwunden. Mokomo glaubt, dass Tamao sie gestohlen hat, aber Tamao besteht auf seine Unschuld. Der Fischer Pikeo hat Tamao beim Stehen der Kohiki-Früchte erwischt. Mokomo möchte, dass du die restlichen Kohiki-Früchte findest.
Vielleicht erfahre ich mehr, wenn ich mit Tamamo und Pikeo spreche, ja. Und da war da noch was anderes. Das da ist Kopfgelder. Wo ist die Quest mit dem... Ah, Zorn der Brutmutter. Himui ist besorgt, dass die Lakufit von Tikawa eine ernste Gefahr für das Dorf darstellen. Sie will ihre Brutmutter tot sehen. Himui will die Lakufit von Tikawa beseitigen. Sie erzählte mir, dass die Brutmutter in der Schlucht auf der Insel lebt. Wenn ich sie töte, sollte das den Rest der Kreaturen zerstreuen. Mhm. So, Pikeo, du hast ihn also beim Stehen erwischt. Dann hallo. Nochmal. You need something? Brauchst du etwas? Der Fischer kratzt seine Waage, wobei er mit glitzernden Schuppen. Wobei er sie mit glitzernden Schuppen bestäubt. Okumo sagt, du hast Tamara beim Stehen von Koiki erwischt. Ikira, er legt eine Pause ein und stand dich mit großen Augen an. Tamara was creeping around the drying hut where we stored Koiki for the ceremony. North of our Rangas home. Tamao hat sich bei der Trockenhütte rumgedrückt, in der wir Koiki für die Zeremonie lagern. Nördlich vom Zuhause unseres Ranga. Er neigt seinen Kopf und geht zu dir kontrolliert zur Seite hin, hält aber die ganze Zeit den Augenkontakt zu dir. I grabbed Tamao by the wrist and dragged him to Makumu. We found all of the Koiki were gone. Ich habe Tamao am Handgelenk gepackt und ihn zu Makumu geschleift. Wir haben bemerkt, dass alle Koiki weg waren. The snake brought this on himself, I say. Now Makumu will deliver him to Tangaloa's maw, where he belongs. Die Schlange hat das selbst über sich gebracht, meine ich. Jetzt wird Makumu ihn an Tangaloas Schlund ausliefern, wo er auch hingehört. Pikeo nickt langsam. Hört sich für eine Geschichte an, die ein Koiki dir erzählen würde. Hast du Tamao tatsächlich mit dem Koiki gesehen? Fällt dir etwas ein, was mir bei der Suche nach dem Koiki helfen könnte? Zurück zu meinen anderen Fragen. Nehmen wir mal die zwei. Ikira, it is as I said. Tamao was near the Koiki hut. Ikira, es ist so, wie ich es sage. Tamao war in der Nähe der Koiki-Hütte. Er zwinkert dich an. Aha. Stuffing his face, I say. And if he will not admit it in this life, he will pay in the next one. Hat sich vollgestopft, würde ich sagen. Und wenn er das in diesem Leben nicht zugeben will, wird er im nächsten Leben dafür bezahlen. Fällt dir etwas ein, was mir bei der Suche nach dem Koiki helfen könnte? Er schüttelt seinen Kopf und blickt Richtung... Und sein Blick richtet sich zum Boden. I know that Makumu wished to give the fruit to Ngadi. With a prayer to pull back her furious storms. Ich weiß, dass Makumu Ngadi die Frucht zusammen mit einem Gebet opfern wollte, damit sie ihre fürchterlichen Stürme einstellt. Zurück zu meinen anderen Fragen. Dann leb wohl. Ja, Nachtrag über die Früchte. Pikeo war nicht besonders gesprächig. Er scheint besonders Tamao nicht zu mögen. Dahinter könnte also persönliche Missgunst stecken. Ja, gut. Wahoo-Hütte, Schrein. Wo gehen wir jetzt hin? Wir gucken uns mal die Dorfplatzglocke an. Reliefs dieser Glocke sind an einigen Stellen beinahe vollständig abgenutzt und mit anderen Patina bedeckt. Amiras Segen möge dir zuteil werden, sagt die Handwerkerin. Wobei das beides wieder Handwerker sind. Ja, das ist einfach bloß wahrscheinlich irgendwo die Zuweisung verdreht. Die Statue stellt eine üppige Frau mit dem Kopf eines Anglerfischs dar. Die Farbe ist dick, als wäre sie erst vor kurzem aufgetragen worden. Ja, eine sehr üppige Frau. Hier ist das Schrein. Und da geht's aus dem Dorf raus jeweils. Okay. Das heißt, ich würde mal sagen, bevor wir hier die Kuara-Hütte einbrechen und zum Häuptling gehen, gucken wir erst einmal. Die Trommel gibt einen tiefen, befriedigenden Klang von sich, als du sie schlägst. Okay. Ja, Haus des Häuptlings. Tiana. Hi, wer bist du denn? Eine reife Huanerin lehnt mit dem Ellbogen auf der Trommel, als würde nur das sie noch aufrecht halten. Sie tätschelt das Fell der Trommel und der Ton klingt wie ein Seufzer.
Sie öffnet sich die Augen, als du dich näherst. Blinzelnd überkreuzt sich die Arme und blickt Takeo geduldig und erwartungsvoll an. Tiana, what a surprise! I say, I could not find you after your Ranga moved the tribe.